Ich wollte mich ja eigentlich kurz fassen, aber in dem Video kommen etliche Sachen vor, von alt bis neu, was das Video wahrscheinlich um 1 bis 2 Minuten länger machen werden. Auf der gesamten Welt wird zurzeit die Demokratie, Meinungsfreiheit mit Füßen getreten. Man setzt über Gesetze hinweg, ignoriert das Volk, predigt Toleranz und lässt das eigene Land im Chaos versinken. Ah ja, gleich zum Anfang. Wer dieses Video auf TikTok anschaut, bitte abonniert mich besser auf YouTube unter Schnippes Agathom. Die löschen nämlich nicht gleich jedes Video und jeden Account. Tjo, dass der Gründer von Telegram, Pavel Durov, verhaftet worden ist, weil er nicht kooperativ genug war bezüglich Zensur auf seiner eigenen Plattform, wohlgemerkt, dürfte mittlerweile den meisten bekannt sein. Und er ist mittlerweile auch wieder auf freiem Fuß. Es wurde quasi ein Exempel statuiert. Das erwiesenermaßen rechtswidrige Verbot vom Magazin Compact durch Nancy Faeser ist mittlerweile auch zu Recht wieder aufgehoben worden. Aber das haben wahrscheinlich nur mehr mitgekriegt, deswegen erwähne ich es. Diejenigen, die den Staat verhöhnen, müssen es mit einem starken Staat zu tun bekommen. Auf der gesamten Welt finden Meinungsverbot und demokratiefeindliche Dinge statt. Unglaublich. Und die Regierung möchte die Wahl am liebsten für ungültig erklären lassen, falls die Blauen gewinnen. Und das trifft auf Österreich genauso zu wie auf Deutschland. Unser österreichischer, der österreichische Bundespräsident Van der Bell, so hat's stimmt's, und auch der Bundeskanzler Karl Nehammer sowie der Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka wollen zum Beispiel Herbert Kickl von der FPÖ nicht akzeptieren, falls er auch die Wahlen gewinnen sollte. Und Van der Bellen hat in einem Interview sogar davon gesprochen, dass er nicht einmal angeloben möchte, falls er gewinnt. Ja, ich glaube, diese Personen wissen einfach nicht, was das Wort Demokratie bedeutet. Das Volk wählt, die Mehrheit siegt. Und dabei geht es mir nicht einmal um Parteien, sondern es geht mir nur ums Prinzip. Viele Leute, die jetzt vielleicht auch aus Protest solche Parteien wählen, sind vielleicht auch nicht ganz zufrieden mit der aktuellen Regierung. Macht es euch einen Job besser? Ja? Oder akzeptiert es einfach die Entscheidung des Volkes? Demokratie bedeutet durch das Volk, für das Volk. Und ihr seid Angestellte. So überbezahlt, keine Frage, zugegeben, aber immer noch unsere Angestellte. Nehammer, Kahner und Co., die dann so, als waren es die größten Problemlöser schlechthin. Ja, von Problemen, die was wir ohne sie gar nicht hätten, großteils. Unsere Regierung, die zum größten Teil verantwortlich ist für die Zustände in unserem Land, beklagt sich über genau diese Zustände und möchte nun entgegenwirken mit Totalüberwachung. Alle Messenger-Varianten von WhatsApp, Telegram, Facebook und Co. sollen zukünftig überwacht werden dürfen. Empfindliche Strafen für die Plattformbetreiber bei Kooperationsverweigerung. Ich komme ganz gut daran hin, wie Caroline Edtstadler sich dagegen ausgesprochen hat. Du bist okay, wenn all deine SMS öffentlich nachlesbar wären im Internet, dass jeder weiß, welche Smileys du gerne verwendest und welche Nachrichten du mit wem wie häufig austauscht. Ich finde das nicht okay. Und ich finde auch, das ist niemandem gegenüber okay. Aber damals ging es ja nicht um den Pöbel, sondern nur um unschuldige arme Politiker. Stimmt's? Straftäter abschirmen geht zwar nicht so leicht, aber Überwachung der gesamten Bevölkerung, das ist kein Problem. Alles klar. Karl Nehammer fordert ja auch diese Überwachung. Außerdem hat er ja gesprochen von Hass-Sehen zwischen unterschiedlichen Gruppierungen und Ziel von Terror sei es, dass aus Chaos und Angst ein Regime der Radikalität entsteht. Zuerst einmal doch der Rede von seiner Verbrecherzeit während der Corona-Pandemie. Dass die Impfpflicht als klares Signal verstanden wird, dass es für uns alle um die gemeinsame Freiheit geht, die es zu erhalten gilt. Aber er meinte damit unter anderem auch den vereitelten Terroranschlag vom Taylor Swift-Konzert. Ein Spruch von ihm war ja auch unter anderem, wer Recht bricht, der muss gehen. Ja, ich warte immer noch auf euren Rücktritt von euch allen, lieber Kali. Aber Worte kann man bei dir sowieso nicht ernst nehmen. Weil von dir gilt da nicht mehr Unterschrift. Die ist ja auch nichts wert von dir und deiner Siebschaft. Da der Beweis. Das Original vom Vertrag Oktober 2021 untersteht wortwörtlich, eine ÖVP-Beteiligung in dieser Bundesregierung wird es ausschließlich mit Sebastian Kurz an der Spitze geben. Ja, 11 Unterschriften, aber keine Rücktritte, wie versprochen. Obwohl Sebastian Kurz schon seit 3 Jahren in dem Amt ist. Nur um eines mal festzuhalten. Ihr könnt ja nicht mal die RKI-Files, Pfizer-Verträge oder die Antwort der EMA, der European Medicines Agency, lesen, die ganz offiziell amtlich bestätigen, dass ihr, unsere Regierung, beim größten medizinischen Skandal der Menschheitsgeschichte volles Rohr mitgemacht habt. Die verantwortlichen Verbrecher sitzen immer nur auf ihrem Posten anstatt im Gefängnis. Nehammer, Schallenberg, Edtstadler, Rauch, Kogler und Co. und wie sie die hassen jedenfalls, wurden immer noch nicht eingesperrt. Und Rudi Anschober, der Ex-Gesundheitsminister, ist brav auf Lügentour unterwegs. Übrigens, Rudi, falls du das siehst, nach meinem Video über dich beim ORF mit Armin Wolf, wo ich deine Lügen mit gerichtlich freigeklagten und somit auch gerichtlich und amtlich anerkannten Dokumenten widerlegt habe, ja, ist mein TikTok-Account gelöscht worden. Lügen darf man, Lügen aufdecken, aber eher nicht.
Naja, vielleicht sehen wir sie am 6.9. Bei mir um die Ecken. Dann wird Niederspaching, ja, um 19 Uhr. Hast du da eine Rede? Vielleicht habe ich auch Zeit. Ich hätte nämlich aber Fragen. Ja, egal, jedenfalls war mein Anruf beim Staatsschutz dann kurz drauf auch nicht gerade von Erfolg gekrönt, muss ich sagen. Ich hätte die ganzen Beweise vorliegen. Es hat der Staatsschutz, oder Bundesministerium und Staatsschutz und nicht korrupter Politikerschutz. Und deswegen hätte ihr als unbescholtener Bravsteuerzahlender Bürger mal angerufen und mir gefragt, ob ich weiterhelfen. Ich habe die Hilfe angeboten bezüglich allen relevanten Dokumenten und Beweisen, damit man da bei den Verbrechen mal ein bisschen einhaken könnte. Mir wurde nur gesagt, ich soll vor Gericht gehen, soll zum Anwalt erzählen und dann Anklage erheben, wann ich will. Naja, müssen Sie halt einmal quasi zu Gericht gehen und da Anklage erheben. Wer sich meinen Anruf beim Staatsschutz, beim Bundesministerium anschauen möchte, ja, dieses Ding hier, ich habe es unten auf YouTube in der Infobox verlinkt. Haben solche Leute eine Ausnahmegenehmigung für Erpressung, Paragraph 253, Nötigung, Paragraph 240, Hochverrat, Paragraph 82, eine ganz wichtige Sache, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, verjährt übrigens nie, Paragraph 321a, Amtsmissbrauch, Paragraph 302 und so weiter und so fort, von Freiheitsberaubung bis sonst irgendwas. Schieße mich tot. Ja? Haben die wirklich Ausnahmegenehmigungen für solche Sachen? Weil wie mir scheint, ist die einzige Möglichkeit, solche Personen hinter Gitter zu bringen, die, wenn sie auf offener Straße und vor 1000 Zeugen und vor laufender Kamera irgendwann in den Kopf schießen, nicht mehr dann war ich mir sicher. Ja? Das ist echt arg, was da abgeht, was da nur passieren muss, dass irgendwas passiert. Das heißt ja, es muss immer zuerst was passieren, bevor was passiert. Es war schon was passiert. Macht's was. In der Kronenzeitung war ja zum Beispiel bis heute keine einzige Zeile zu den RKI-Files zu lesen. Die allerdings muss ich mir ja auch nicht kaufen, muss ich auch nicht lesen. Aber wenn die zwangsfinanzierten Leitmedien die Wahrheit über das größte Verbrechen der Menschheitsgeschichte und auch noch viele andere Sachen verschweigen oder falsch erzählen, ja, Fake News verbreiten, machen sie sich strafbar. Und wir sollen sowas mit unserem eigenen Steuergeld noch zwangsfinanzieren? Echt jetzt? Was für Drogen werft sich ihr jeden Tag in euren Mohrenkaffee? Kann man sich die Arroganz und die Korruptheit eigentlich antrainieren oder wird man mit dem Gendefekt geboren? Bei euch kennt man wirklich die Anbindung zum Pharmakonzern. Ansonsten kommt man gar nicht an das Zeug ran, was man braucht, um das für voll zu nehmen, was ihr Demokratie und Gerechtigkeit nimmt. Habe die Erinnerung.